Der freie Fernsehsender FS1 und Triple TV präsentieren demnächst auf euren Internet-, Kabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatzel. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 vom 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt. Heya, 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 yo. Und wir starten hier jetzt mit dem Podium auf jeden Fall. Und nun werden wir mal aufs Mischpult schalten und dann geht's mal los. Und jetzt sind wir auch schon auf Okidok wieder da. Hab das Mikrofon gewechselt und wir starten jetzt gleich. So, Kamera an, Aufnahme ist gestartet. Ein kleines Podium. Ja, das lassen wir jetzt nicht aus, weil der Joe ist auch wichtig. Und neben dir sitzt die Dame, die Nandu. Wir haben heute Fakten gehört, auch vom Herrn Tolzin. David, der Weg der inneren Stille, die Ruhe finden. Dann haben wir unseren singenden Wissenschaftler, der Andreas Körber, und der halt die Frequenzen, Wort, Kraft, Schwingung. Es ist ja alles Wort, Kraft, Schwingung. Und warum habe ich dieses Medienfestival erstmal überhaupt auch gestartet? In der Runde ist auch noch der Walter vom Torres TV. Und der Walter hat es schwer gehabt, hierher zu kommen. Walter macht auch Medien und er wird vielleicht auch nachher noch was sagen. Ich habe ihn mal mit eingeladen, weil er eigentlich auch ein Mensch ist, der den Medienverkehr eigentlich auch gut kennt. Ja, Fakten, Spirit einerseits. Und wenn wir Menschen immer so schön sagen, wir sind alle eins, dann kommen die Leute an und sagen, was ist denn das für einer? Nee, der Spirit, ein Esoteriker. Aber wir sind alle eins, wir sind verschieden und wir sind alle eins und trotzdem sind wir verschieden und wieder alle eins. Wir dürfen mal denken. Und wenn man an Wort, Kraft denkt, an Symbolen denkt, oder warum sind die Menschen heute so verwirrt? Verwirrt, David sagt ja, wir müssen erstmal die Ruhe finden. Die Gesellschaft haben wir heute gehört, schon viel. Wann finden wir denn die Ruhe, wenn wir in so einem Hamsterradl nur am Hamstern sind und gar nicht das Radl verlassen, weil wir in der Abhängigkeit des Geldes sind? Das ist ja oft ein großes Thema. Damahur hat mir die Nandu gerade noch gesagt, in Italien ist Impfpflicht. Und ja, es wurde schon offiziell auch geschrieben, habe ich gelesen. Nimm mal ruhig das Mikrofon. Im Moment ist es noch ein Gesetzesentwurf, der ist noch nicht, wie heißt das auf Deutsch, Vigente, der ist noch nicht... Durch. Ja, ja. Das heißt, wir haben noch, ich glaube, wir haben noch 2 oder 3 Monate Zeit, um diesen Gesetzesentwurf zu blockieren. Und da arbeiten sehr viele Gruppen dran und sehr viele Rechtsanwälte. Was bedeutet das denn überhaupt? Ich habe auch gelernt, die Pflege und Impfen sei gut. Und letztendlich haben wir ja auch die Nebenwirkungen. Da ist ja heute Hans Tolzin mit seinem Vortrag, der hat ja auch viel erzählt und Fachmann vor allem. Drin. Er hat ja nicht umsonst Impfkritik, das Impfen nicht gerade im Vordergrund zu stellen. In Wien sehe ich in den Zeitungen, dass es Ärzte gibt, die auch gar nicht mehr in den impfen wollen und mögen. Das hat ja auch einen Grund, warum. Ich frage mich manchmal, wie weit sind wir wirklich entgleist, wir Menschen? Ja, bitte, der David. Und neben mir sitzt übrigens der Kling, unser Moderator, der wird sich auch nochmal gleich mit einsetzen. Jetzt mal direkt aus dem Nähkästchen, aus der Lebenspraxis heraus. Meine Tochter, die ja heute auch hier war, 3 Monate alt. Sie soll nicht in die Kita gehen, aber man sucht sich eben schon einen Kita-Platz für den Fall das. Ja? Wir haben zwar, ich bin Österreicher, lebe aber in Bayern, wir haben zwar keine Impfpflicht, keine direkte, aber indirekte sehr wohl. Denn Voraussetzung für den Kita-Platz sind die Impfungen. Sonst kriegst du keinen Kita-Platz. Und das ist für mich bereits eine Impfpflicht. Ja? Was juristisch eigentlich Körperverletzung an meinem Kind ist. Ich als Elternteil werde genötigt, mein Kind am Körper zu verletzen. Vielleicht auch mit Spätfolgen. Ja? Also diese Impfpflicht, ob das Gesetz jetzt durch ist oder nicht, das ist vollkommen egal.
Es wird wieder einmal über unsere Köpfe entschieden, ganz sicher, ob es durch ist in Italien oder nicht. Ich kann dir sagen, wir werden diese Impfpflicht haben und wenn sie nicht direkt kommt, dann kommt sie über 7 Ecken indirekt, wie alles indirekt kommt. Also nur damit man weiß, ich erlebe das gerade und wir haben gerade dieses Problem, dass wir unsere Tochter nicht impfen wollen, gegen gar nichts. Andererseits, der Kita-Platz wäre notwendig, vielleicht, eventuell, und wenn auch nicht, so stellen wir doch fest, dass ein wesentlicher Teil im Vertrag des Betreuungsplanes der ist, dass die U4, das ist die Untersuchung, die Voruntersuchung für das Kind, Pflicht ist und da sind die Impfungen inkludiert. Ja. Man braucht nur die Tetanus, heißt es immer, nur die Tetanus ist die Sechsfachimpfung. Ich glaube, Sie wissen es besser, aber es ist die Sechsfachimpfung, die heißt, die Tetanus hat aber gleich 6 verschiedene Impfstoffe gegen alles Mögliche. Ist zwar nicht offiziell gesetzlich Pflicht, aber von hinten herum, wenn du einen Kita-Platz haben möchtest, dann lass dein Kind gefälligst impfen. Ja? Und das ist die Praxis, die ich jetzt gerade erlebe. Also wir müssen gar nicht warten, bis in Italien dieses Gesetz verabschiedet wird, auch nicht, bis es in Österreich oder Deutschland verabschiedet wird. Wir haben es bereits, ja, von hinten herum. Das wäre es, was ich dazu anzumerken gehabt hätte, weil ich jetzt gerade damit konfrontiert bin. Ja. Also solange das Gesetz noch nicht durch ist, haben wir immer nicht noch die Möglichkeiten, alternative Kindergärten aufzumachen, alternative Schulen aufzumachen und dem zu entgehen. Aber in dem Moment, wo so ein Gesetz durch ist... Wer macht sie auf? Mit all den Auflagen, ja, ich habe selber versucht, Kinder in Meditation zu unterrichten, ja, alleine die gesetzlichen Hürden sind so gewaltig, dass ich es aufgegeben habe, vorläufig. Ja. Also eine Schule mal so schnell gründen, eine Kinderbetreuungseinrichtung zu gründen, so schnell, das geht nicht. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber natürlich, du hast recht, wir sind dazu aufgerufen, aber wir sind noch zu fett. Uns geht es noch zu gut und deshalb werden wir es nicht tun. Also ich kann da nur dazu beitragen, meine Kinder, die sind jetzt schon 35 und 28, die waren nie geimpft. Und die waren aber in Schule und Kindergarten und alles, aber ich habe einfach, als die klein waren, wir haben ein Gruppenprojekt gemacht, viele Eltern zusammen, wir sind nicht in öffentlichen Kindergarten gegangen am Anfang, wir haben unseren eigenen Kindergarten gemacht, wo wir einfach die Eltern, die Kinder abwechselnd betreut haben. Das ist ja auch eine Alternative. Wir brauchen ihn ja nicht, jetzt, für mich persönlich, wir brauchen ihn nicht. Wir haben uns nur den Kita-Platz sichern wollen für den Fall das. Ich bin selbstständig, ich habe Tagesfreizeit. Wir können es uns so managen, dass einer von uns, entweder die Mama oder ich, 3 Jahre mindestens für die Kleine da sind. Ja. Aber für Eltern, die dieses Privileg nicht haben, und das Ganze beruht auf meiner Selbstständigkeit, für die ist es nun mal eine indirekte Impfpflicht. Ob sie es wollen oder nicht. Ja. Und die meisten Eltern haben gar keine Kraft und keine Zeit mehr zu sagen, ich wehre mich, weil sie sind 12 Stunden am Tag mindestens damit befasst, Geld heranzuschaffen, damit sie sich die Basics des Lebens leisten. Ja, richtig. Das muss ich jetzt unterbrechen, weil das artet aus. Danke. Das hören wir eben im Fernsehen die ganze Zeit. Wir wollen ja wissen, was können wir tun. Mich nicht unhöflich sein und die ausreißen, aber das bringt wohl gar nichts. Stellt sich vor, ihr werdet groß in ein Elternhaus und es ist wunderschön. Jeder von uns hat es erlebt, jeder hat eine schwere Kindheit gehabt, aber sagen wir, es war eine wunderschöne Kindheit. Und irgendwann werden wir erwachsen. Und die Eltern hätten gern, dass wir endlich ausziehen. Wir sind jetzt Mitte 40 und wir sollten endlich ausziehen von daheim. Die Eltern, die lieben uns und sie werden niemals gemein sein zu uns. Vorn um mich. Aber die Mama wird zum Papa im Bett sagen, hey, was tun wir denn? Der zieht nicht aus. Ich wasche ihm die Wäsche, koche ihm, er ist mitversichert. Außer mit der Pippen, der muss sein eigenes Leben leben. Er wäre groß genug, warum geht er nicht? Ja, weil es so schön ist. Es ist so sicher da und das Essen schmeckt so gut. Und bitte denkt immer, Vater, Staat, Mutter, Kirche. Vater, Mutter. Und als diese Personen rennen wir da durcheinander und werden jetzt hinausgeekelt. Von diesen liebenden Eltern, die Vater, Staat und Mutter Kirche heißen, weil das Bewusstsein jetzt reif wird, auf eigenen Beinen zu stehen. Und das ist eigentlich voll das Kompliment, wenn man uns jetzt mit der Impfpflicht kommt. Weil da geht es schon ans Eingemachte. Da geht es um die eigenen Kinder. Wollen wir das zulassen? Ja, da muss ich immer nachdenken, wo bin ich eigentlich? Was ist das für eine Welt?
Ja, eine fiktive, du Trottel. Da musst du mal nachdenken. Mache ich da freiwillig mit? Nein, da möchte ich nicht freiwillig mitmachen, die armen Kinder. Ja, und was tut man dann? Ja, anschauen, was, mit was habe ich zu tun? Was ist das für ein Biest, für eine Windmühle, gegen die ich da antritt? Das ist fiktiv. Aber in der Fiktion steht geschrieben, wie es aussieht. Und der Ausgang ist für jeden Menschen genauso gültig wie jeder Bürgermeister. Und wie jeder Bescheid, wie jeder Nationalratsabgeordnete oder wie jede Impfpflicht. Und dieser Weg heißt, der Mensch als geistig-sittliches Wesen. Ist der einzige Ausweg, der vorgeschrieben und daher legal ist. Deswegen kann man mich nicht einsperren. Die anderen sitzen im Hilfen, die sind im Recht. Ja, kein Problem. Und wenn es Völkerrecht ist, was drin sind, sie sind im Recht. Und wenn du im Recht bist, kannst du nicht in der Sittlichkeit sein, weil die zwei unterscheiden sich. Aber das Recht spricht davon, daher erkennt es. Also der Ausgang für alle diese Sorgen ist der Mensch als geistig-sittliches Wesen. Ich kann euch das nicht oft noch eindrucken. Die moralische Person, der Rücktritt. Nicht eine der dann und kämpfen dagegen. Oder wie manche Menschen es machen, es sie richten. Dass man es irgendwie richtet und als halb U-Boot durch die Gegend tümpelt und hoffentlich sieht mich keiner. Das ist feig und nicht wahrhaftig. Wahrhaftig ist, anschauen, was da steht. Was weiß das Märchen? Das Märchen kennt den Menschen in Freiheit, aber der braucht eine geistige Voraussetzung und Selbstbewusstsein. Das haben die wenigsten Menschen, weil sie sich fürchten vor sich selber, vor der eigenen Kraft, vor den eigenen Schmerzen, vor der eigenen Angst. Das ist das wahre Problem. Zurücktreten und mit sich selber beschäftigen und automatisch wird das System ein neues sein, weil System ist auch definiert und heißt, ich muss ja jetzt nur kurz ins Wort fallen, aber ich möchte nicht unhöflich sein. Entschuldigung, das System, ich mag solche Floskeln gern, ich möchte nicht unhöflich sein. Und nein, das war nicht unhöflich, dann war es unhöflich. Das habe ich dir ausgegessen, weil das die fünf Hanseln werden jetzt die Welt ändern. Ne? Und irgendwie ist das sowas, du kommst mir da so als der Oberguru und ich fall da jetzt ins Wort und jetzt habe ich einmal was zum Sagen. Ich werde euch jetzt sagen, es wird alles gut werden. Es ist nicht so gut werden, wie es müsste, und ich kann das ja wohl einsperren. Es ist alles gut. Aber man die nicht einsparen kann, aber ich bin mir ganz sicher, ich kann die einsperren. Ja, du kannst das, oder? Ganz sicher. Ja, jeder kann die sofort einsperren, wenn er einen Grund dafür findet. Und den findet man sich heutzutage sehr schnell. Also, ich finde es lieb, dass du es versuchst, auf die 68er-Generation neu aufgewärmt, jetzt den fünf Handeln zu verkaufen. Und die werden jetzt alle rausgehen. Hey. Wenn du fertig bist mit deinem Vortrag und garantiert, und wenn die rausgegangen sind, dann haben wir eine neue Welt. Weil du hast das ja jetzt gerade gesagt und mir mit deiner blöden Floskel, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich fall dir jetzt ins Wort. Ja, ich wollte wirklich nicht unhöflich sein. Da bin ich noch nicht blöd genug dazu. Aber ich wollte ins Wort fallen. Genug dazu, dass ich da jetzt das so durchgehen lasse. Das wollte ich dir nur sagen. Du kannst jetzt gerne weiterreden und gerne nur erklären, dass wenn es jetzt rausgehen wird, sich alles ändern. Die werden jetzt alle rausgehen da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wenn die draußen sind, wie sind die Welt in der Welt? Du hast es ja nicht jetzt gerade gesagt. Ich garantiere dir, dass diese Impfpflicht kommt und da ist und dass die alle nichts ändern werden und du auch nicht und ich auch nicht und ihr auch nicht und ihr auch nicht. Das ist nicht sehr. Vielleicht in 200 Jahren, aber da weiß keiner mehr, dass du heute beim Podium bei Okidoki bist. Das ist nicht sehr. Jetzt gib mal den Hans nochmal ein Wort, wenn der Hans da wollte. Das musst du einmal vor Augen führen. Ja? Und deshalb weiß man lieber, du würdest das Ganze ein bisschen auf ein authentischeres Niveau bringen. Ich also, ich habe ja in der Pflege auch. Sonst kommst du mal gleich mit der Licht- und Liebeabteilung und das ist ein bisschen zur Aufwandte von hinten herum Licht- und Liebeabteilung und die mag ich nicht. Die habe ich noch nie mal. Ja? Das tut mir leid für dich. Ich schaue von. Es tut mir leid. 7 Kilometer gegen den Wind. Ja? Es ist nicht so einfach, wie du glaubst. Natürlich hast du recht. Du hast ja recht mit dem, was du sagst. Ja, wir sind seelisch-geistige Wesen. Ja, dann erklär es einmal einem Bullen, wenn er dich verhaftet. Ich bin ein seelisch-geistiges Wesen. Mich kann man nicht einsperren. Da wird er sagen, ja, Deppler, da kriegst du gleich noch Watschen. Ja? Jetzt gib ihm mal die Chance zu reden. Dann sitzt du im Gefängnis und dann kannst du drinnen dein seelisch-geistiges Wesen spülen. Konkrete Ansätze. Dass du das aufrufst dazu, zu, ja, wir müssen was damit, dürfen sie nichts gefallen lassen. Lass dir einmal nichts gefallen und schau, was du mal für Konsequenzen erntest mit nichts. Darf ich nur antworten? Jetzt aber. So einfach ist es nicht. Es wäre schön, wenn das, wie das du sagst, sie umsetzen lassen. So ist es aber nicht. Du hast mich nicht verstanden. Stimmt. Ich bin froh, dass ich dich nicht verstanden habe. Ich versuch's nur mal. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist, dass du mit einer abgedroschenen Floskel mir das Wort wegnimmst. Aber das ist nur deine Floskel. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich tue es trotzdem. Ja, ich hätte es so unterbrechen. Dann hätte ich es angenommen. Ja, verstehst du?
Ich hole es nach. Ich muss jetzt, dich jetzt unterbrechen. Ja, Entschuldigung. Wir wollen aber jetzt, okay, jetzt die Chance geben, auch hier dieses Podium auch Transparenz zu schaffen. Ja. Das ist wichtig. Und ich glaube, der Hans, der wollte vor. Ja, bitte. Der Hans, darf ich vielleicht ganz kurz? Also erstmal vielen Dank, Klaus, dass du so viel Einsatz bringst und sowas auf die Beine stellst. Danke. Danke, danke. Das ist das, womit das System arbeitet. Ihr habt beide Link recht. Ja, es geht darum, in seiner Mitte zu bleiben und in seine Mitte zu kommen und seine eigene Wahrheit zu finden. Und wenn du übers Fleisch lästerst, was ich gerade heute mitgekriegt habe, oder übers Impfen, dann bringt dir das nichts. Deine eigene Wahrheit ist das, was zählt. Und wenn du anfängst, übers Impfen dir Gedanken zu machen und deine eigene Wahrheit damit findest, kannst du besser damit umgehen. Darum geht's. Und deswegen habt ihr beide Link recht. Ja, danke. Und darf ich schnell noch beantworten? Ich versuch's. Es ist leider wirklich komplex und ernst. Wisst, wir sind alle erwachsene Menschen und wir sind nicht da, dass wir uns gegenseitig da niederargumentieren, sondern es geht um Lösungen. Und die Lösung für einen erwachsenen Menschen ist einfach einmal dahin zu sehen, wo alles gilt. Und der Freeman, als, und jetzt kommt das, was du mir nicht verstanden hast, das heißt geistig-sittlich. Und so ist es definiert und daher muss der Systemdiener das auch so akzeptieren. Genauso wie er das Wort Nationalratsabgeordneter akzeptieren muss, auch wenn es ihm nicht gefällt oder wenn er es nicht merken kann. Und dieses geistig-sittliche Wesen ist die vorgeschriebene Lösung für den Menschen dann, wenn er es im Rechtssystem nicht mehr aushält, weil er es nicht mehr erträgt, weil er jetzt schon nicht einmal mehr einen Kita-Platz für seine Kinder kriegt, ohne dass er es impfen lässt, dann könnte er sich auf eine Position stellen juristisch, mein Vorschlag, die heißt, der Mensch als geistig-sittliches Wesen, und da ist er definiert als in Freiheit. Da dürfen wir ihm nicht reinreden. Was? Das muss doch nur der Einzelne selber da stehen. Das ist doch das darf ihm nicht wurscht sein, sorry. Wir haben jetzt drei Wortmeldungen. Ich habe das jetzt bewiesen, 6 Jahre lang, dass ihm das nicht egal ist. Aber wenn er es am Anfang nicht verstanden hat. Wir heute wissen Sie das. Danke. Danke, Dejo. Der Hans Stolzen wollte was sagen, dann haben wir noch den Philipp da. Gib mal den Hans Stolzen. Ja, ich habe das Mikro. Also ich beobachte in der Wahrheitsbewegung 2 Strömungen, die nicht miteinander können. Es ist einfach so. Sie haben beide die gleichen Daten als Grundlage und verarbeiten sie komplett anders. Die eine Strömung sagt, wir haben eine korrupte Gesellschaft, eine korrupte Struktur, korrupte Regierung, korruptes Rechtswesen, verarbeitet es in der Gestalt, dass sie sagen, wir müssen uns da rausziehen, wir müssen dem die Energie wegnehmen, indem wir uns rausziehen. Die andere Strömung sagt, genau das Gegenteil, wir müssen rein ins System, wir müssen ins Zentrum, wir müssen uns sammeln, wir müssen aktiv werden. Wir müssen die Regeln, die uns gegeben sind von diesem korrupten System, anwenden und einhalten und nach vorne marschieren, um wirklich was substanziell zu verändern. Wir können nicht darauf warten, dass das von alleine passiert oder dass jemand anders macht. Und diese Diskussion hier zeigt mir auch, die können nicht miteinander. Das sind unterschiedliche Schwingungen, unterschiedliche Emotionen. Das hat was mit der Emotion zu tun. Und ich habe für mich einfach auch im Zusammenhang mit der deutschen Mitte einfach den Schluss gezogen, die Leute, die sich rausziehen wollen aus dem System, die lasse ich einfach. Wir müssen den anderen sein lassen. Ja? Und aufhören zu missionieren, den anderen sein lassen, sondern das, wo die Begeisterung, ja? wo die Augen anfangen zu glitzern. Ja? Und das ist bei mir, wenn ich mein gesundheitspolitisches Programm entwickle, ja? Wenn ich einen Vortrag halte vor Mitgliedern der deutschen Mitte oder vor Leuten oder ja, die Zusammenarbeit mit Leuten, die so denken wie ich, ja, die was tun wollen, die was umsetzen wollen, ja, das begeistert mich. Ja, und andere begeistern was anderes. Und wirklich, wir müssen lernen, oder auch nicht. Ja, also ich muss es. Ja, für mich, ich habe das für mich entschieden. Wer anders denkt, anders verarbeitet, in eine andere Richtung geht, der darf das, den lasse ich sein. So, danke. So, der Kühn möchte das sagen. Ähm,
Ich hätte da ganz explizit an dich eine Frage, und zwar, also ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, und ich bin mir sicher, dass sehr viele wissen, wovon ich spreche, und auch du. Es ist ja so, dass die, wenn man die Geschichte sich genauer anschaut, und ich meine jetzt nicht die geschriebene, die herrschende Geschichtsschreibung, sondern wenn man da einfach tiefer geht und auch sich mal die Verträge ansieht und ins Detail geht, und vor allem, wenn man weiß, was im 1990 passiert ist, mit der Wiedervereinigung und was mit den 4+2 Verträgen und das Ganze. Und ich meine, es gibt ja genügend Aussagen, gerade von deutschen Spitzenpolitikern, die immer wieder, und ich meine, sie schieben es uns ja unter, dass so Aussagen kommen wie, Angela Merkel ist nur Geschäftsführerin einer Firma, und wir hören es ja jeden Tag immer wieder, Reichsbürger und die ganze Thematik. Und ich glaube, und da kommt jetzt eben dann auch meine Frage, wenn ich das alles weiß, also wenn ich weiß, dass ich im Grunde von einem System umgeben bin, das von außen, von den Siegermächten gegeben wurde, und ich breche das jetzt wirklich systembedingt runter, und ich verstehe dich super, Joe, weil das, ich kann auch, du hast mich auf das Ganze gebracht, und dafür möchte ich dir danken, dass ich das Mensch-Person-Spiel verstanden habe. Und deswegen, ich kam dann eben auch an den Punkt, dass ich dann halt einfach auch gemerkt habe, okay, das ist ein System, ich weiß ganz genau, egal was, und vielleicht liege ich da falsch, aber egal was ich politisch mache oder versuche, politisch einzubringen, in diesem System, eben genau dieser Zwiespalt, den du ansprichst, dass die einen ziehen sich zurück, nehmen sich raus, was ja nicht unbedingt heißen muss, dass die sich komplett rausnehmen und nichts tun, sondern die können ja dann auch etwas Neues erschaffen, wo ich persönlich darin die Lösung sehe, weil ich glaube, ein krankes System lässt sich nicht heilen, vor allem wenn das die Spielregeln sind, die von ganz woanders herkommen. Und jetzt ist meine Frage, woher, und ich bin mir sicher, du weißt darüber Bescheid, wie siehst du das, oder die Kraft, die deutsche Mitte, politisch was zu verändern, ohne in Gefahr zu kommen, eben diesen, ich sage mal, Siegermächten, die Spielregeln ganz klar vorgeben. Und ich glaube, damals, als ich die Spielregeln geschrieben, war die deutsche Mitte nicht vorgesehen, und ich finde das wirklich toll, was ihr tut und was ihr macht. Aber ich stelle mir halt immer wieder die Frage, wie weit kann das dann gehen, bis der Moment kommt, wo entweder die deutsche Mitte kippt oder die deutsche Mitte gekippt wird. Wie siehst du das? Ich meine, du kennst die 4+2 Verträge, und ich glaube, du weißt auch sehr gut Bescheid über die politische Situation von Deutschland, darüber, was damals passierte, als die Alliierten, die Siegermächte Deutschland besetzten, und sie besetzten ja, und das war ganz, darin liegt ja die Krux, sie haben Deutschland besetzt und damit das Deutsche Reich, also auch alle anderen Länder wie auch Österreich, deswegen sind wir ja abhängig von dem Friedensvertrag von Deutschland. Und da würde mich wirklich interessieren, wie die deutsche Mitte das sieht und vor allem wie die Thematik mit der Frage ist, die BRD eine GmbH, sind wir nur eine Verwaltungseinrichtung, und wir sind das von den Siegermächten, und wie wollt ihr dagegen vorgehen und das Ganze angehen? Das können wir außerparlamentarisch nicht angehen. Also wir müssen ins Parlament und alles tun und die erforderlichen Mehrheiten zu erlangen, um dann diese ganzen tatsächlich offenen völkerrechtlichen Fragen zu klären. Aber das können wir nicht außerparlamentarisch. Die deutsche Mitte bekennt sich ausdrücklich zu 100% zum Grundgesetz. Ja? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist doch der Hammer. Ja? Dazu kann ich mich voll und ganz bekennen. Das Problem ist nicht das Grundgesetz, der Status des Grundgesetzes. Das eigentliche Problem ist, dass sich im Bundestag niemand dran hält. So, jetzt hast du gefragt, ich interpretiere das jetzt mal so, es gibt innere und äußere Gefahren. Die inneren Gefahren bei der deutschen Mitte ist die, dass wir, so wie mal die Grünen und Piraten, AfD jetzt, ja, dass wir unterwandert werden von Lobbyisten und Karrieristen. Das ist eine sehr ernstzunehmende Gefahr, ein Risiko, und wir sehen dem bewusst ins Auge.
so. Das heißt, wir wachsen, wir wollen zum Beispiel nicht wachsen auf Teufel komm raus, Mitglieder gewinnen, sondern wir wollen Mitglieder, die zu 100% zum Programm stehen und die ethisch einen hohen ethischen Standard haben, für die das Allgemeinwohl einfach im Zentrum steht. Die andere Gefahr ist, dass Kräfte von außen, sobald wir mal eine gewisse Größe haben, Kräfte von außen Einfluss nehmen auf die Gesundheit mancher Mitglieder. Ja? Sage ich mal. So, erstens ist mir das wurscht. Ich halte es mit Martin Luther. Und wenn ich heute wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Zweitens, ich hatte im Dezember, als ich auch Mitglied wurde bei der Deutschen Mitte, ich hatte das Gefühl, das ist sehr subjektiv, nicht objektiv, nicht wissenschaftlich. Ja? Ich hatte einfach das Gefühl, energetisch hat sich auf dem Planeten was verändert. Und viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, haben das gleiche Gefühl. Das heißt, das Risiko, dass Kräfte von außen Einfluss auf Gesundheit von bestimmten Leuten nehmen, halte ich für gesunken, für stark gesunken. Wir dürfen halt bestimmte Fehler nicht machen, aber ich habe Mitglieder immer wieder bei Versammlungen gefragt, wer von euch hat das Gefühl, jenseits von jeder Logik, das Gefühl, es wird alles gut gehen? Ja? Ja, und es ist der Hammer. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Wir wissen, wie die Strukturen auf dem Planeten aussehen. Wir wissen, was für Kräfte da im Hintergrund wirken. Diese Kontrollmächte, die uns da aussaugen wollen, weil sie selber im Mangel sind. Ja? Und wir haben das Gefühl, es wird alles gut gehen. Das ist rational nicht zu erklären. Das ist die Energie der neuen Zeit. Und das macht mir Hoffnung. Und das ist ein Grund, warum ich mich so begeistert einsetze. Danke. Okay, super. Nur noch die eine Frage, weil ich glaube, es war nicht ganz deutlich, was ich gemeint habe. Ich stelle sie anders. Wenn ich in einem Verwaltungskonstrukt von unten her unter dieses Verwaltungskonstrukt etwas entwickle, um eben dieses Verwaltungskonstrukt zu bekämpfen, oder ich meine, ich weiß ja nicht, welche Ambition Deutschland hat, strebt die Deutsche Mitte einen Friedensvertrag für Deutschland an? Strebt die Deutsche Mitte eine verfassungsgebende Versammlung für Deutschland an? Ein eigenes Grundgesetz? Ja, selbstverständlich. Das ist unser Ziel. Ja? Okay, super, super. So, das ist ganz klar unser Ziel. Friedensvertrag, Souveränität, eine Verfassung, über die das Volk abstimmt. Okay, super, danke für die Antwort. Damit ist alles klar, danke. Warum ich mich dazugesetzt habe, also vorher schon bei den Kindern und jetzt genauso bei dem Thema gerade, warum überhaupt die Kinder ausbilden, warum überhaupt eine Kita, was ist denn da überhaupt schon mal von Haus aus schiefgegangen, dass das passiert? Also im Sinne von, warum sind wir nicht im Vertrauen, dass die Kinder, wenn sie aus der Mutter kommen, aus der Vereinigung, wo ja jedes Kind nachweisbar ein Sieger ist. Warum? Weil sich das eine Spermium aus diesen Millionen von Spermium vereint. Ohne die 60 Millionen anderen würde die Permeabilität der Eizelle nicht so sein, dass das eine durch kann. Die arbeiten alle zusammen, damit ist doch sieht, ja, 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 aber da haben sie eben aus dem Grund, da ist schon etwas Perfektes passiert. Sie haben alles geschafft. Ja. Der Mann hat sich nochmal. Und jetzt müssen wir diese Kinder ganz dringend ausbilden. Und jetzt müssen wir diese perfekten Wesen irgendwo hinbringen, wo sie normiert werden, wo sie dann sich überhaupt konfrontiert fühlen müssen, die Eltern als auch die Kinder mit solchen von außen zugeordneten Zwängen, wo man halt von Haus aus schon mal hinterfragen muss, woher gottverdammt nimmt überhaupt irgendjemand die Daten und die Nachweisbarkeit, dass man sowas überhaupt per Zwang zuordnen könnte, weil, soweit es mir bekannt ist,
keine hundertprozentige Faktenlage darlegt. Warum? Weil die Wissenschaft an sich schon ein Problem hat mit der jeweiligen hundertprozentigen Definition und der Sachlage, der Faktenlage. Das heißt, was wir gerade sprechen, ist, dass wir anhand von geistigen Konstrukten Kindern irgendwas aufzwängen, irgendwelche Gedankenkonstrukte, und meinen, dass wir darüber diskutieren, ob wir es dann so beeinflussen und so irgendwie instrumentalisieren und so ausbilden, und das ist alles gut. Da ist für mich schon der Gedankenfehler, dass die Kinder an sich schon perfekt sind, und warum greifen wir überhaupt erst ein? Weißt du, du triffst da genau den Kern dessen, womit ich mich seit ich denken kann, und das ist schon relativ lange, befasse. Ja? Und ich halte es da ganz einfach, damit mich jeder richtig versteht. Ja? Weil ich jetzt den Kollegen da so ein bisschen bumm, ja? Ich bin nicht der die rosarote Brille verkauft, weil es nichts hilft. Ich kann da rosarote Brille aufsetzen und scheiße, ja, bleibt scheiße. Nicht. Ja? Ja, aber es klang so. Und es geht jetzt gar nicht. Du triffst es genau. Und ich halte mich da an Johannes den Täufer, und der sagte, bevor sich Königreiche ändern, müssen sich erst die Herzen ändern. Und weil da jetzt wieder Politik im Spiel war. Meinetwegen spielt dieses Politikspiel aber Jahrtausende. Und lasst euch das auf der Gehirnrinde zergehen, wie sonst nur die Butter auf den Gehirnknödeln. Jahrtausende politischen Versagens reichen nicht aus, um der Menschheit zu sagen, dass die Menschheitsprobleme nicht auf politischer Ebene zu lösen sind. Entschuldige, wenn ein Mensch tausende lang gegen die Wand läuft und ich frage ihn, warum weinst du denn? Und er sagt, ich möchte aus dem Raum aus. Und ich sage, links war die Tür. Ist es dann ein Trottel oder ist er kein Trottel? Ja? Wir müssen aufhören zu sagen, Papa, Mama, mach für mich. Bitte löse es für mich. Sondern, ich bin in diese Welt geboren. Ja? Das ist meine Welt, genauso wie deine, seine, ihre. Ja? Wenn ich eigenverantwortlich mit einer Reglementierung, auf die wir uns geeinigt haben, einfaches Beispiel. Wir alle wissen, wenn es rot ist, bleibt man stehen im Straßenverkehr. Das funktioniert aber nur, weil es einen Polizisten gibt, der schaut, ob wir auch stehen bleiben. Weil wenn kein Polizist da ist, dann fahren wir einfach oder gehen wir einfach. Würden wir wissen, dass rot für uns heißt, stehen bleiben, weil dann geht es uns allen besser. Und grün heißt, gehen, weil auf das haben wir uns geeinigt, dann geht es uns auch allen besser, dann gibt es keine Unfälle, vielleicht weniger Unfälle. Ja, dann würde das ja auch funktionieren, da muss ich aber eigenverantwortlich sein. Und auch wenn keiner zuschaut, stehen bleiben, weil so rot ist, so jetzt wird es grün und ich gehe. Als Beispiel für gesellschaftliche Regeln, die wir uns gemeinsam als eigenverantwortliche Wesen erarbeitet haben. Und dann brauche ich keine Politiker, keine Regierenden mehr, sondern Verwalter. Und wer verwaltet schlecht, ist er gleich abgesetzt und der Nächste darf verwalten. Ja, ich brauche keine Leute mehr, die mir sagen, das und das hast du zu tun, so und so ist die Gesetzeslage und daran hast du zu halten, weil ich habe es bestimmt, weil du hast mich gewählt, sondern wir haben es bestimmt. Also ich bin in einer Zeit zur Schule gegangen, da stand noch im Klassenraum, Österreich ist eine demokratische Republik, das Recht geht vom Volk aus. Echt? Echt jetzt? In der Kita schon, oder? Ja, in der Kita, da hört es schon auf. Ja, und genau da bin ich beim Kollegen, ja, lass zwei Generationen von Kindern in Liebe und Freiheit aufwachsen, du hast eine neue Welt ohne Revolution, ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne irgendwelchen großen Umstöße. Einfach Liebe und Freiheit, das ist das, was die Kinder brauchen. Aber wie sollen sie es denn kriegen? Weil da kommen wir zur Frage des Kollegen. Nicht in der Kita. Wie kommt es zum Zwang der Kita? Wir haben es mittlerweile geschafft, uns eine Gesellschaft zu erarbeiten, und wir alle haben mitgearbeitet, ja, die so weit ist, dass zwei Erwachsene ein Haushaltseinkommen nicht mehr stellen können. Und das heißt nicht, dass man sich jetzt so einen 7er BMW kauft und vielleicht dann noch 5 Flachbildschirme in jedem Raum, einen mit WLAN vernetzt. Nein, dass man die Miete bezahlt und vielleicht irgendwie zum TÜV kommt mit seinem Auto. Ja. Und die Miete für eine Wohnung, die nicht 8 Räume und noch einen Gästeflügel hat, sondern gerade mal, dass die Kinder auch noch zu dritt Platz haben in einem Zimmer. Ja? Dann ist die Kita natürlich Grundvoraussetzung, weil wie soll ich es denn erwirtschaften, die Basics des Lebens, wenn meine Kinder nicht von Fremden betreut werden und von Fremden verseucht werden, die auch verseucht wurden von Leuten, die es nicht besser wussten, die auch verseucht wurden.
von Leuten, die es nicht besser wussten. Ja? Das System ist mittlerweile dermaßen erkrankt, dass wir es nicht ändern können, indem wir neue Parteien gründen, neue Initiativen, sondern, wie ich schon lang sage, und ich bin ja der Erste, nicht der Einzige, und ich werde nicht der Letzte sein, aus dem Einzelnen heraus. Der Einzelne, das Individuum muss sich ändern und auf einmal haben wir eine neue Welt. Woher kommt sie? Und da braucht man nicht vorher auf esoterisch Räucherstäbchen anzünden und mit Kristallen spielen und alle schamanisch trommeln. Wir brauchen nur da drinnen aufhören. Und ich glaube, der wertvollste Weg, eine Revolution anzuzetteln, ist innerliche Totalverweigerung. Ich kaufe weniger. Ja, ich schalte weniger den TV ein. Ich kaufe keine Tageszeitung. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Alle Leute sagen, in der Tageszeitung steht nur Scheiße, nur Negatives. Ja, warum kaufst du das denn? Stell dir mal vor, 2 Millionen Deutsche kaufen nicht mehr die Bild. Dann wird in der Bildredaktion Folgendes passieren. Leute, wir haben von oben einen Anschiss gekriegt. Ja, wir machen kein Plus mehr. Wir müssen unser Angebot ändern. Also ich habe ganz kurz die Handelsakademie besucht und da wurde uns noch beigebracht, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Mittlerweile ist es umgekehrt. Das Angebot wird gegeben und so lange Werbung braucht, bis die Nachfrage entstanden ist. Siehe Handy. Wir haben uns gar nicht dagegen wehren können. Man hat uns bezahlt dafür, dass wir uns ein Handy nehmen. Ja? Wir haben gar keine Nachfrage gehabt. Wir haben nämlich jahrzehntelang, jahrhundertelang ohne Handy gelebt. Und gut. Ja? Und heute, glaubst du, kann es gar nicht mehr ohne sein. Wir haben die Macht, aber nicht, indem wir auf die Straßen gehen und laut schreien, weil darauf sind sie vorbereitet. Aber ja. David, wir leben in einer realen Illusion. Und wie willst du diesen Menschen jetzt erstmal... Na, von innen her, Klaus. Von innen her, ganz klar. Diese reale Illusion wird gespeist vom Einzelnen, aus dem Einzelnen heraus. Und wenn der Einzelne sich wandelt, dann wandelt sich auch diese reale Illusion. Wie viele Menschen haben das früher in den Zeiten getan? Wir haben vorhin gesagt, viele Systeme wurden aufgebaut, Kriege wurden gemacht, Zerstörung und so weiter. Was hilft denn dem Menschen? Ein Mensch kann sich doch nur entwickeln, wenn er seine Potenziale leben darf und kann. Aber er kann sie ja gar nicht leben, weil er schon kämpfen muss, um das Essen hereinzuholen. Geschweige hat er vielleicht ein Dach um den Kopf und solche Dinge. Eine politische Partei soll dafür sorgen, dass die Grunddinge eines Menschen gewährleistet werden. Ja, aber Klaus, das ist wichtig. Wieder Papa und Mama, die für dich sorgen sollen. Papa und Mama sollen es für dich lösen. Nein. Wie der Kollege gesagt hat, und da habe ich ihn verstanden. Und da bin ich auch ganz bei ihm. Ich glaube noch viel mehr im Punkt. Wir sind Papa und Mama werfen uns gerade aus der Wohnung und sagen, und jetzt mach's selber. Ja, ich glaube an dich. Und ich rede von Papa und Mama nicht von Merkel und Co., sondern ich rede von Papa und Mama, Gott, Vater, Mutter, Freund, wie auch immer du ihn nennen oder es nennen möchtest. Ja? Da gibt es etwas, das hat uns so lieb, wie der Kollege gesagt hat, du kommst als perfektes Wesen zur Welt, hat uns in die Welt gesetzt und gesagt, Paulus, die Welt, mach damit, was du willst. Ja? Aber vielleicht wäre es einmal sinnvoll zu sagen, es ist unsere, deine, meine, seine, unser aller Welt. Und wir gemeinsam ziehen an diesem Fischernetz, ja, das das Königreich des Himmels ist. Und wenn wir alle fest daran ziehen, dann wird was draus werden. Wenn wir sagen, Papa mach du, Mama mach du, politische Partei mach du, damit die Analogie gewahrt bleibt, ja? Dann wird genau sie nichts ändern. Es wird politisch nicht geändert werden, weil die Politik ist ja nicht dazu da, Probleme zu lösen, sondern sie am Leben zu halten. Stell dir vor, die Probleme waren gelöst. Wir sitzen nur im Bundestag. Okay. Dieses System verstehe ich dich voll. Ich würde mal die Lehre von Damohur hören. Wenn man so das mal betrachtet mit seinem logischen Menschenverstand, was hier passiert, die Fakten, aber die natürlichen Kreisläufe, wir sind doch irgendwo in irgendeinem Himmel, würde ich mir ja wünschen, aber ich kann den Raum noch nicht mal beschreiben. Es ist eine Verwirrung pur und ich selber bin ja vom Fach Psychiatrie. Es kommen immer mehr Menschen dort rein. Es ist traurig, was wir machen. Kannibalismus an unserer eigenen Spitze Menschheit wird hier ausgeübt. Und da ist kein gesunder Menschenverstand mehr erkennbar für mich, sondern der natürliche Kreislauf für mich heißt erstmal, wie gesagt, wie David auch sagt und auch Joe sagt und auch jetzt Key. Wenn wir erstmal, wir können ja nur schöpfen, wenn wir erstmal einen Kreislauf in uns haben, uns selber finden und sehen und spüren. Aber das können die meisten gar nicht mehr. Man sieht es ja in der Körpersprache schon. Und Damohur? Damohur ist eine uralte Lehre eigentlich. Und wie siehst du das, Nando?
Also erstmal hat mich das total gefreut, dass du am Ende so viel aufgegriffen hast von dem, was er schon gesagt hat. Weil er das ja auch selber ist. Ja? Mach ich ja schon seit Jahren. Ich habe nur kurz dazwischen. Und ich glaube... Nein, nein, das Problem war nicht, dass er mich unterbrochen hat. Das Problem war, dass ich glaube, ich bin blöd und er kann sagen... lange gesprochen. Lass ich doch mal kurz andere zu Wort kommen. Das ist nämlich auch im Prinzip zuhören. Zuhören ist nämlich die Formel. Wenn wir uns nicht zuhören, dann entstehen die ganze Zeit nur Reaktivität. Was hast du gesagt? Zuhören. Denn dann reagieren wir die ganze Zeit. Wir sind reaktiv, wir sind defensiv. Wir überlegen schon, wie wir dem anderen was entgegenbringen können, bevor wir überhaupt verstehen, was der uns eigentlich mitteilen will. Und ich denke, das Zuhören bringt uns auch in eine andere Logik. Ja? Hinhören geht auch. Ich würde vorschlagen, aufhören. Aufhören, seine eigenen Weltbilder auf das, was der andere gerade sagt, rauf zu projizieren und dann auch noch darauf sauer zu sein. Also ist dir ja auch eben passiert. Das passiert uns allen. Und dann, ist aufhören. Für mich ist irgendwie ganz klar, ich habe mich noch nie das Opfer von irgendeiner Gesellschaft oder irgendeiner Politik gefühlt. Ich habe mein ganzes Leben lang immer meinen Traum gelebt. Und ich kann dir auch sagen, warum? Weil es die Gesellschaft ja gar nicht gibt. Ich meine, hast du schon mal mit der Gesellschaft zu Abend gegessen? Hast du mit ihr unterhalten, einen Kaffee getrunken? Bist mit der Gesellschaft schon mal in einem U-Bahn-Waggon gesessen? Ich sitze immer nur mit Einzelwesen zusammen, aber die Gesellschaft als solche ist mir noch nie begegnet. Ich sehe das auch so, diese Opfer da sind, die Gesellschaft. Ja. Der Hans, der schüttelt so mit Kopf, gib mir mal das Mikrofon. Dem, wo ich sage, das Individuum ist. Sag, was ich eigentlich sagen will. Ich gebe dir das Mikro auch gerne ab. Ich muss jetzt sowieso ganz dringend aufs Klo. Ich werde jetzt das Podium verlassen und komme dann gleich wieder, ja, weil ich zahle das schon. Mach du mal und dann der Hans, bitte. Mach du erst also mal ich kann jetzt von unserer Gemeinschaftserfahrung eigentlich sagen, also erstens mal ist Dammernhohe eine Schule der hohen Magie auch. Und wenn wir Magie, und Magie ist nichts anderes als Lebensgesetze, die von der offiziellen Wissenschaft noch nicht anerkannt sind, wenn wir das in unser Leben integrieren, dann muss ich die magischen, hermetischen Gesetze einfach auf alles anwenden. Und es ist einfach so, wie außen, so im Innen, wie oben, so unten. Und es sind Grundgesetze vom Leben, die sich in allem widerspiegeln. Wenn wir diese Gesellschaft im Moment so haben, dann ist es ein Spiegel von einer inneren Befindlichkeit, von einer großen Masse von der Menschheit. Und da geht es wirklich nur, dass der Einzelne anfängt, anders, eben nicht mehr reaktiv zu sein. Das ist so schwierig für Menschen zu wissen, was sie wollen. Die wissen ganz genau, was sie nicht wollen. Mhm. Aber wie viele Menschen wissen, was sie wollen? Frag mal, wenige. Solange wir nicht wissen, was wir wollen, solange wir keinen starken Traum haben, solange wir keine starke Vision haben, wo wir hinwollen. Andu, ich sage immer, das ist mal ganz toll. Was ist der Sinn des Lebens? Dem Leben einen Sinn zu geben. Ich glaube, das sollten wir auch mal beachten. Ich glaube, jetzt gehen wir mal den Hans, der wurde halt gerade so geschüttelt, und dann der Joe Kreisel. Was ist der Sinn des Lebens, kann man auch anders beantworten, mit einer Gegenfrage. Wer entscheidet das? Ja, ganz klar. Die Frage zurückgeben. Ja. Ja, also wenn ich mit einem Menschen zusammensitze, sitze ich nicht nur mit dem Menschen, sondern auch mit Glaubenskonstrukten, mit seinen persönlichen und mit kollektiven Glaubenskonstrukten, wo er sich einklingt. Ja, wenn ich mit Eltern zu tun habe, die sich noch nie über Impfen Gedanken gemacht haben, dann ist da ein kollektives Glaubenskonstrukt, was bestimmt, was richtig zu sein hat und falsch zu sein hat, Bewertungen, ja, die sitzen dann mit am Tisch. Ja. Und wenn ich jemanden versuche zu überzeugen, ja, zum Beispiel, ja, dass ich recht habe und er nicht, wenn er das so weiter glaubt, ja, dann bringe ich ihn auf eine archetypische Art und Weise in Lebensgefahr. Weil als wir noch Jäger und Sammler waren, sind diejenigen, die zurückgelassen wurden, ja, die nicht mehr von der
Gruppe geschützt wurden, ja, die waren verloren. Ja. Und das wiederholt sich auch nochmal in der Kindheit, wenn wir keine ideale Umgebung haben, ja, diese Angst davor, ausgegrenzt zu werden, weil wir das Gefühl haben, als Säugling ist es real, weil wir das Gefühl haben, dann sterben zu müssen. Ja. Aber als Erwachsene haben wir die Möglichkeit, mit dem Verstand, mit unseren Lebenserfahrungen und so weiter, das zu hinterfragen. Das ist der Prozess, in dem viele Menschen heutzutage sind, nämlich diese Glaubenskonstrukte zu hinterfragen. Und wenn ich mit jemandem zu tun habe, der das nicht macht, ich kann mal einen Impuls setzen, aber muss ihn sonst sein lassen, bis er selber anfängt, in der Regel aufgrund von Leidensdruck, ja, weil muss ich da entscheiden, gehe ich jetzt, bei Krebs zum Beispiel, bei schweren Erkrankungen, gehe ich jetzt oder hinterfrage ich das, was Onkel Doktor zu mir sagt. Ja? Von daher, ich habe nicht nur mit dem einzelnen Personen zu tun, sondern ich muss auch wissen, sind Glaubenskonstrukte, weil wir sind geistig-sittliche Menschen, wir bestimmen den Sinn unseres Lebens selber, unsere Werte selber und wir können bewusste Entscheidungen treffen, was für uns richtig ist und was nicht. Und das war für mich eine unglaubliche Entdeckung. Ja. Und das finde ich so geil. Vicky möchte was sagen. Darf ich ganz kurz dazu noch einen Gedanken einschmeißen, dass das Leben nach dem Tod sinnlos ist? Nach dem Tod hast du keinen Sinn mehr. Das heißt, das Leben ist das Wertvolle, das macht dann Sinn. Das Leben macht dann Sinn, ohne Leben kann, verstehst du, solange das Leben ist ja ewig, aber der Körper hat die Sinne dabei. Diese Materie, die hat den Sinn. Und es ist völlig wurscht, was es für einen Sinn macht. Hauptsache, es macht einen Sinn. Nachher ist es sinnlos. Ja. Und das Problem der Menschen in meinen Augen, weil wir sind alle erwachsen. Und es steht alles geschrieben. Du hast nur Sinn erfassend lesen können. Das ist ja das Problem. Jetzt steht da drinnen. Österreich ist eine demokratische Republik. Was heißt das? Was heißt Demokratie? Wisst ihr das? Demokratie heißt doch Volksherrschaft. Das war zumindest fährt die Mehrheit über die Minderheit drüber. Das macht die Demokratie. Und jetzt müsste man eigentlich, denn das braucht man nicht eigentlich schon mal kunter sagen, Österreich ist eine Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Und dann heißt das Volksherrschaft. Aber wenn da steht, Österreich ist eine demokratische Republik, dann heißt das ja schon. Dann heißt das schon, Österreich ist eine Republik, wo das Volk die Herrschaft hat, demokratische Republik. Warum gibt es den zweiten Satz überhaupt? Warum steht da, ihr Recht geht vom Volk aus? Weil das steht bei Demokratie schon dabei. Und das steht deswegen dabei, nur als Gedankenansatz für erwachsene Denker, wenn ich von etwas ausgehe, und die Politiker sagen das die ganze Zeit im Fernsehen, ich gehe davon aus, dass das, und der andere geht davon aus, dass das, hey, das sind Vermutungen. Das ist entweder eine Ortsangabe, ich komme von dort, oder davon gehe ich aus. Ich setze es voraus. Und so ist dieser Satz zu verstehen. Der Hans Kelsen, der hat schon ganz genau gewusst, was er schreibt. Demokratie ja, aber ohne Volk. Die Menschen gibt es gar nicht. Außer sie glauben selbst, das Volk zu sein. Man hat euch in die Volksschule geschickt und Volkslieder beibracht und Volksheilkunde und alles Mögliche. Dieses Volk heißt auf Englisch Population. Und da kommt die katholische Kirche ins Spiel. Widerlegt es einfach. Ihr Recht geht vom Volk nur aus. Das ist nur eine Vermutung. Nicht ihr seid die Quelle des Rechts. Schaut sich um im System. Das ist nicht so. Das Recht kommt nicht vom Menschen. Das Recht geht vom Menschen aus. Dass der Mensch dabei ist, wenn es ihm angeboten wird. Das ist der Satz. Das ist einfach für erwachsene Menschen eine Riesenhürde. Deswegen muss man da ein wenig aufeinander reden drum. Aber lasst es einmal zu, bitte, diesen Gedanken. Das Recht geht nur aus von euch. Angenommen, ihr kann man es nicht. Dann müsste das Recht genauso umgehen damit. Und das war dann die Impfpflicht. Du hast das Recht, aufs Klo zu gehen. Ich wollte jetzt eh noch mal zum Abschluss langsam kommen. Wir haben aber hier noch einige im Publikum. Vielleicht haben die noch ein paar Fragen. Gibt es da Fragen?
Viel Spaß. Ja, David. Gibt es Fragen von eurer Seite aus? Soweit nicht, sehe ich keine Frage. Ja, Andreas. Tja, also ich sehe das Ganze als Hypnosespiel. Über Worte werden wir so sozialisiert, konditioniert, geprägt wie eine Münze. Ja? Auf der einen Seite ist der Wert, die Zahl, auf der anderen Seite der Kopf. Und im Kopf spielen sich diese ganzen, das ist für ein Glaubensmuster genannt. Ich glaube, dass es viel schlimmer ist. Das ist Sprachmuster. Wie wir sprechen und was wir dabei empfinden. Und wie ein anderer widerspricht und was wir dann dabei empfinden. Ich habe mal in einem tollen Buch gelesen, das ist das Buch Traumfänger von Morlan Morgan oder so ähnlich heißt sie. Die war bei den Aborigines und die hat da ganz viele wunderbare Sachen erlebt. Aber vor allen Dingen hat sie erlebt, wie die Aborigines ihr als Heilerin in der westlichen Welt, sie war da eine Ärztin, die auch Komplementärmedizin mit benutzt hat, in jeglicher Richtung, ja, wurde da in Sydney irgendwie gebraucht. Und dann hat man ihr erklärt, dass das Wichtigste ist, wenn man irgendwann denn dann diesen körperlichen, besinnten, beseelten Körper mit den ganzen Sinnen und der Sinnhaftigkeit loslassen muss. Meiner Meinung nach müssen wir das gar nicht, aber das ist ein anderes Thema, das würde das sprengen jetzt hier. Ja. Aber die sagen, am Ende stehen wir dann mit einer Art Punktekarte, bitte nicht falsch verstehen, wie die Punkte an der Tankstelle oder so, sondern die meinen das natürlich ganz anders, die Aborigines. Du wirst am Ende mit dem konfrontiert werden, wie du zu Lebzeiten mit deinen Gefühlen umgegangen bist. Ich mit meinen Gefühlen umgegangen bin. Dafür trage ich die Verantwortung. Und nicht, ob ich was Falsches gesagt habe oder ob das falsch ausgelegt werden kann. Die Worte haben eh keine dogmatische Bedeutung. Haben sie einfach nicht. Sind immer belegt von Erfahrungen, Sozialisationsprozesse über mehrere Generationen. Ja, Oma und Opa haben schon so geredet. Ja. Worte wirken hypnotisch. Das hat auch Franz Hörmann mal bei einem tollen Vortrag in Linz, beim Top-Info-Forum, so wunderbar entschlüsselt, dass er gesagt hat, die Worte müssen wir wahrscheinlich manchmal neu erfinden, wenn wir etwas ausdrücken wollen, ohne dass da schon wieder gleich 1000 Rattenschwänze mit dranhängen, weil wir mal ein Wort gesagt haben. Ja. So wie, entschuldige bitte mal, dass ich dich kurz unterbrechen muss oder sowas. Ja. Dir lag ja auch was auf der Seele. Ja. Du warst ja auch ein bisschen sauer und sagst so, wie jetzt reicht's ja mal. Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, das ist demokratisch oder wie auch immer man das Wort dafür nennen will, wichtig, dass wir dem anderen zutrauen, dass er genau das meint, was er meint. Unabhängig davon, wie ich geprägt bin auf die Worte, die ich gerade höre. Und das nenne ich eben aufhören. Ich höre dann auf. Ich bin da, kriege mit, höre auf und dann kriege ich den anderen auch tatsächlich mit. Und dann kann man wirklich am Ende sagen, ich sehe dich und nicht nur deinen Anschein oder was du für tolle Worte gemacht hast. Das, glaube ich, ist ganz wichtig für mich und ich glaube für viele. Sehr schön. Vielleicht möchte ich da kurz einwerfen, weil du hast so schön vom Spiegel gesprochen, dass alles, was ist, ein Spiegel ist. Die Griechen sagen dazu Panterei. Alles im Außen gegenüber ist ein Spiegel von mir. Panterei. Das heißt nicht, alles fließt. Aber die Menschen glauben das halt. Und der Spiegel im Außen ist diese ganze Welt. Erde. Das machen wir als kollektive Wesen. Jeder ist also ein Bewusstseinsträger und spiegelt sich selbst aus und das wirkt miteinander. Eigentlich voll die geile, witzige Idee. Und der oberste spirituelle Führer für uns alle von der universalen Kirche, Kirche heißt zum Herrn gehörig, alles was dabei ist, ist natürlich der Papst, ne? Und der Papst hat einen bürgerlichen Namen. Ja, das macht nichts. Ist dem Papst egal. Was? Der Wahrheit ist egal, ob du sie kennst oder nicht. Der Wahrheit ist egal, ob du sie vor ihr fürchtest oder nicht. Das ist ja einfach wurscht, sie ist. Und der oberste spirituelle Führer, deswegen ist der Papst im Fernsehen und nicht du. Ja? Und der heißt Jorge. Und das sagt alles. Für den Zeitgeist geht es gerade, dass der oberste spirituelle Kopf als Brückenbauer Pontifex Maximus, der im Namen des Vaters alle Menschen einregistriert hat, das musst du dir mal vorstellen, die ganze Welt, jeden Menschen registriert im Namen des Vaters.
Heilige Katholische Eine Kirche. Das musst du jetzt erst einmal ausmachen und du musst das einmal schaffen. Aber du hast eh viele Jahre Zeit, ne? Die Jahrtausende. In dem Fall zwei. Gut, horche. Und mit dem I dazu heißt es, ich horche. Auf das kommt es jetzt an. Wer Ohren hat, der höre. Ich horche. Alles ist Klang. Alles schwingt. Und der Geist ist der Chef. System ist das planmäßige Gefüge einer Gedankenmehrheit. Wir brauchen nicht gegen System kämpfen. Man sollte nicht gegen Gedanken kämpfen. Man sollte einfach neu denken. Und automatisch wird es ein neues System. Weil System heißt nur Gedankenmehrheit. In dem Zusammenhang mit dem Rechtssystem. Neu denken. Yes. Danke. Walter, du bitte. Ich habe einen wunderbaren Spruch gehört und da wurde mir gesagt, du bewegst dich hier auf dem Theaterplaneten. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich spiele das Theater mit oder nicht. Jetzt ist es im Widerspruch zum Joe, weil der spielt sein eigenes Theater. Aber es funktioniert, weil er im Prinzip mit den anderen ein eigenes neues Netzwerk aufbaut. Und das finde ich ganz spannend, weil jetzt halt, jetzt entsteht was Neues, ein neues Theater. Und das andere Theater läuft aber auch noch. Und dann gibt es aber wieder Leute, die hüpfen zwischen den Theatern rum, wie der Hans Tolzin zum Beispiel, der sich auf der alten Theaterbühne bewegt, mit der Politik und der neuen. Nur mal so als Gedankenansatz für alle, ob sie jetzt Gutmensch werden oder nicht. Ich bin der Meinung, jeder sollte für seine eigene Wahrheit finden und ich finde es toll, dass da neue Theaterstücke entstehen. Ja. Na? Ich sage jetzt nochmal von der damanhurianischen Gesichtspunkt her, das ist wunderschön, über die ganzen Dinge zu reden, so viele verschiedene Gedanken zu hören, zu fühlen. Das Wichtige ist aber die Aktion, die Handlung. Solange wir nur reden und denken und nicht handeln, verändert sich gar nichts. Das war damals. Damanhur ist ein sehr pragmatisches Projekt. Ja, und ich gebe jetzt ein kleines Beispiel. Ich lebe innerhalb von den 26 Gemeinschaften von Damanhur. Jede Gemeinschaft hat ein anderes Projekt. Ich lebe in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft kommen Menschen zusammen. Einer ist überzeugter Permakultur-Freak. Ein anderer ist überzeugter Biodynamik-Freak. Ein anderer ist total überzeugt von nochmal fünf anderen verschiedenen alternativen landwirtschaftlichen Methoden. Dann kommen Leute dazu, die sagen, nee, wir müssen nur mit den Naturgeistern reden und mit den Pflanzen, die sagen uns alles. Und wir leben zusammen 22 Erwachsene und 4 Kinder in einem Haus. Und jeder kommt mit einer völlig anderen Spezialität und mit einer völlig anderen Interesse zusammen. Aber alle haben dieses Projekt Landwirtschaft gewählt. Wir können uns jetzt natürlich monatelang den Kopf einschlagen, wer recht hat, ob wir jetzt Permakultur machen oder biodynamisch oder mit den Pflanzen und den Naturgeistern reden. Oder wir können all diese verschiedenen Dinge schätzen in ihrer Vielfalt und sagen, mit all diesen verschiedenen Gedankengängen können wir das tollste landwirtschaftliche Projekt zusammenbringen, das jemals gemacht worden ist, was völlig Neues. Weil da kommen so viele Gedanken zusammen, wenn wir uns nicht überzeugen wollen, sondern wenn wir einfach schauen, wie können wir das alles unter einen Hut kriegen, wie können wir ein Projekt machen, wo jeder seinen Platz hat. Dann ist jeder zufrieden, jeder glücklich und was wir schaffen, ist was völlig Neues. Das ist genau das, was ich bei der Theaterbühne damals gehört habe. Und zwar, was nützt der Schauspieler, der nur am Rand rumsteht? Also man sollte sich tunlichst mitbewegen und auch was bewegen, und zwar in seinem Rahmen. Es muss nicht ein Vorbild her wie ein Freeman Austria, und jeder muss jetzt wie Freeman Austria 300.000 Kilometer in kürzester Zeit auf sein Auto fahren, was er mir vorhin erzählt hat, sondern jeder muss seine eigenen Energien nutzen und kann daraus was tun. Aber er muss halt tun, soweit es ihm möglich ist.
Ich wollte noch was sagen, wir kommen langsam zum Schluss, denn der Traumteiler, der David, wird uns ja heute auch noch was vorspielen. Ich hätte auch noch was zu sagen. Also ihr habt alle recht, habt gleichzeitig Unrecht und tut nicht so viel denken, das macht euch nicht gescheiter und die Wahrheit ist, der eine kommt nach Paris, der andere kommt nicht nach Paris, wie das Leben halt so ist. Und mit dem möchte ich euch jetzt persönlich verabschieden. Das Podium, danke. Ich freue mich jetzt eigentlich nur auf die Musik. Deswegen bin ich eigentlich da, weil ich möchte gerne meine Musik machen. Und ja, nehmt das alles nicht so ernst. Ja. Ich verspreche euch, in 200 Jahren weiß keiner mehr, dass es euch gegeben hat. Kein von uns. Ich halte dagegen. Außer du hast, wenn du eine CD hast, schon. Ich habe auch eine CD und ein Buch und dann hast du dann schon. Aber sonst nehmt das alles halt nicht so. Schon gar nicht in der kleinen Runde, wie wir jetzt sind. Wir fahren alle nach Hause und schlafen uns aus und morgen, ja, sind wir alle nicht in Paris, das kann ich euch schon versprechen. Also, so weit ist meine Voraussicht, meine hellseherische. Also morgen ist keiner in Paris. Deswegen geht's das locker an. Geht dir, David. Danke. Cool. Ich bin trotzdem dafür, dass wir als Menschen Verantwortung haben. Und dass es nicht darum geht, dass jeder einfach denkt, erinnert ihr mich noch in 200 Jahren? Ich kann kleine Schritte machen, die die Welt verändern. Ja, ich meine, also mit Humor jeder und ohne sich selber zu ernst zu nehmen, aber die Verantwortung vom Menschsein, die nimmt uns keiner ab. Jeder, ich finde, jeder darf selber entscheiden, was er wie ernst nimmt. Und das müssen wir uns gegenseitig zugestehen. Die Engländer haben es leichter, weil die unterscheiden China in dem Fall. Ernst, wir haben da nur ein Wort dafür. Und der Engländer sagt einen Unterschied, der sagt auf der einen Seite serious oder sincere. Und das sind zwar ganz andere Beschreibungen. Ja. Genau, ernsthaft konnte man es nennen. Und du kannst sehr wohl ernsthaft lustig sein. Aber nicht ernst. Du kannst nicht ernst lustig sein. Du kannst nur ernsthaft lustig sein. Und das, man kann schon mit Humor Probleme lösen. Der Mensch neigt dazu, weil er ja, Humor, das sind wir. Ja, der Humor, das macht uns aus. Das Problem ist, glaube ich, aus meiner Sicht, oder ein großes Problem, dass die wenigsten Menschen ein Bild davon haben, was eigentlich die wesentliche Rolle von einem Menschen ist. Richtig. Alle wissen die wesentliche Rolle von Bienen, Regenwürmer, Käfer, Schnecken, Autos, Flugzeuge, Radarschirme, aber Mensch, was ist die wesentliche Rolle von einem Menschen eigentlich? Naja, wer entscheidet das? Eben, wer entscheidet das? Und dann kommt es zur wesentlichen Selbstfindung, wo ich sage, das entspricht mir oder es entspricht mir nicht. So kann ich mich selber erkennen, durch Abgrenzung von was mir nicht entspricht. Also, so, ja, dann heißt es ja, dass das die harten Fakten wir Menschen als Kopfmenschen doch den Spirit in uns tragen sollten, zumindest den Zugang bekommen. Ja, Klaus. Ja, Klaus. Die Schlange. Spiral, Spirit, Spiro, Respiro heißt ich atme. Und solange ich atme, sollte die Spirit irgendwie auch dabei haben. Genau, Respiro. Also darf das System. Respiro, genau das habe ich gesagt. Ich atme. Respirare heißt atmen. Also, genau, Respiro, ich atme, auf ins Büro. Joe, dann darf das System aber eigentlich lernen, wie man auch die Politiker lernen, wir auch immer noch die Verantwortungsträger jetzt, weil die es ja immer für uns richten, die dürfen jetzt eigentlich lernen, dass wir nicht nur Kopfmenschen sind, sondern das ist unsere Mutter Natur, dass wir die harten Fakten sehen dürfen, aber auch uns erkennen dürfen. Das gehört zusammen. Also darf man damit aufhören, das sind die ESO-Spinner oder sonstiges. Das sind ganz wichtige Dinge, die wir verstehen dürfen. Ja? Und ich glaube, das ist der Weg. Und deswegen mache ich auch das Okidok Medienfestival, weil es geht einfach um Menschen, die reden wollen, gehen in ihre Gefühlswelt immer gerne ein. Aber sie werden nie gehört. Und deswegen sollen ja auch die Medien lebendiger werden, die Kommunikation. Viele Menschen sind einsam irgendwo. Man sieht die Körpersprache. Und das ist nicht gesund. Und wenn man eine Anerkennung bekommt, noch schon durch ein Gespräch, durch Verstehen, ne? Und das heißt, wir sind ja in uns auch ein Spiritwesen, aber auch die harten Fakten.
Ja, die tun uns manchmal weh und solche Dinge. Und darum geht es, das doch zu erkennen. Deswegen Damahue, Joe Kreisel, Andreas Körber, das sind solche Themen. Dann Hans Dolzin, natürlich David Pauswick auch, als Politiker jetzt auch im Fakten, aber hat mich sehr überzeugt, auch wie er auch mit seinen Gedanken in Spirit auch angesprochen hat, seine Gedanken. Denn das sieht man ja gar nicht mehr in den TV-Medien, kein gar nichts sieht man davon. Ne? Nur noch NLP, Hochdebacke, so in der Art, ne? Alles wird angesprochen, aber was Natürlichkeit bedeutet. Ich habe die Medien auch eingeladen. Ist jemand von irgendeinem Medium hier, den wir eingeladen haben? Wir beobachten auch morgen nochmal. Taurus TV ist da, das ist schon mal gut. Krypto TV. Ja, genau, Krypto TV ist noch da, wir schauen nochmal morgen. Das ist das erste Medienfestival, das es in Österreich überhaupt das gegeben hat. In Deutschland habe ich nur einmal was gelesen, aber es gibt es gar nicht. Warum feiern die Medien nicht? Immer nur Musik, Musik, Musik ist ja wunderbar, wunderschön. Aber die Medien dürfen wir auch mal sehen. Das ist der Transport von Informationen. Und wir in uns auch die Information. Aber wir lassen es nicht raus, weil wir gefangen sind, illusionenmäßig von Geld, Gier oder Konsumwahn. Was haben wir ja auch kurz angesprochen, Konsum. Aber das ist nicht das. Wir sterben, bleiben wir eh alle hier. Das dürfen wir einfach mal verstehen lernen. Fakten, ganz klar. Umfeld schaffen, Ursache, Wirkung. Da ist im Übrigen die Frau Sasse, die Heidemarie, die die Meta-Astro macht. Die macht das sehr gut mit, ist der Stand oben. Wir werden heute die Stände noch hier am Abend aufbauen. Da geht es um Ursache, Wirkung. Und das hat sie in einer der Sendungen, die sie bei OKITALK jetzt gemacht hat, unheimlich toll erklärt. Es ist Ursache, Wirkung. Und da brauchen wir gar nicht wegschauen. Und das ist auch nicht Spirit oder spinnerisch unterwegs. Aber das tun sie ja so gerne. Das Verurteilen. Bumm, hau doch die Peitsche raus. Bewertungen, Ego. Und bewerten dürfen wir ja irgendwo. Aber wo müssen wir es noch aussprechen? Dürfen wir nicht erstmal vor uns denken, dann brauchen wir auch nicht mehr bewerten. Dann ist das alles ein Ergebnis. Ergebnisse können wir betrachten und neu orientieren und mitarbeiten. Aber wir müssen ja immer wieder, du bist ja oder das ist so. Das ist doch einfach nur einfach zu verstehen. Das versteht doch ein kleines Kind doch auch. Und wir sind erwachsene Kinder, oder wären wir doch jetzt mal ein bisschen Reife? Ja, weil wo ist die Reife in uns Menschen? Ja, um Politiker mal die Frage zu stellen, was Reife ist. Das wäre die Einleitung für die nächste Sendung quasi. Ja. Da könnten wir jetzt eine neue Sendung starten. Ist ein unheimlich wichtiges Thema, so sehe ich das zumindest. Wir werden das jetzt nicht ausdiskutieren, denn der David Pauswick wartet aus. Ich sage ganz lieben Dank an das Podium. Ganz herzlichen Dank, Walter. Anders mit David, dem Andreas Körber, Körbchen, Hans Dolzin, genau, Hans Dolzin, ganz lieben Dank, Joe Kreisel, Film in Austria, Nando von Damahue, im Background war noch der Key und auch der Philipp. Den Philipp hören wir zum Thema Wahrheit, am Sonntag war das, ne? Sonntag, und das ist auch ganz interessant, die Wahrheit, ja, dürft ihr euch mal Gedanken bis dahin machen. Lieben, lieben Dank, euch einen schönen Abend, genießt es noch, ausklingen, morgen ab 10 Uhr geht es hier wieder los und danke schön, dass ihr da seid. Bis dahin, ciao.